doch, ob du es drauf hast. Sprich mit mir, Bruder. Und doch will er, gib mir. Hier, dann will er. Von weiter gib ich. Wille Gott! Wille, ich war in ich fühle mich. Hier! Wir haben überlebt in dieser gnadenlosen Stadt. Was wir. Das. Mann! Nee, ich hab dein Spiel gespielt und es war lustig. Aber jetzt erzähl mir endlich was. Wille, du hast neuen Rapstar, mach ich ab. Das nenne ich. Muss. Ja, klar. All gut, Pizza. Aber wir sind deine Junge. Ich meine. Nein. Bis glauben. Na. Ich hab nie geglaubt, dass die Nightrunner echt sind. Das Märchen, wenn du mich fragst. Spuren von einem Kampf. Und frisch. Sehr frisch. Na, kaputte Waffe. Sieht vertraut aus. Sie verstecken sich in der Nähe. Alles weist darauf hin. Wir müssen meinen Film endlich zu Ende filmen. Wir sind.
Wer zum Teufel bist du und was willst du? Wow, ganz ruhig. Ich will nur reden. Du kommst mir bekannt vor. Bist du Bart? Ja, du bist Aiden. Hat Maya dich geschenkt? Ja, sie will, dass ich dich finde und zurückbringe, was du gestohlen hast. Aber ich habe mit Stach über dich geredet und mit vielen anderen auch. Und mir scheint, hinter dem Ganzen hier steckt mehr, als es aussieht. Maya hat's versucht, aber sie konnte nicht helfen. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Jeden Tag. Seid mal gefälligst leiser, ihr zwei. Liam schläft nebenan. Was auch immer deine persönlichen Probleme sind, Desertion und Diebstahl, das ist ernst. Sie plant, ihre Männer auf dich anzusetzen. Für eine Suchmannschaft kriegt sie viele Freiwillige. Die richten mich auf der Stelle hin, wenn sie mich finden. Deshalb hat sie dich vermutlich geschickt, um mir einen Vorsprung zu geben. Also hast du die Karte wirklich gestohlen? Das ist nicht wirklich eine Karte, aber darauf ist ein geheimer PK-Vorrat verzeichnet. Waffendeckig. Es war das Einzige, was ich dem Colonel anbieten konnte als Gegenleistung für einen sicheren Ort für uns drei. Ich verstehe. Quatsch. Leute wie du nicht. Ihr versteht nie was. Andy, halt dich da raus. Dafür ist es zu spät. Das weißt du. Scheiß auf die Karte oder den Vorrat, was auch immer das zum Teufel ist. Die PKs sind hier die Monster. Das verstehst du doch. Sonst hättest du mir das hier schon längst abgenommen. Das denkst du? Ja. Wenn du zu Maya zurückgehst und ihr erzählst, dass du uns getötet hast, bekommst du die kodierte Nachricht. Und meine Hundemarken. Tu das. Bitte. Lass uns einfach in Frieden. Würde ich gern, aber Desertion und Diebstahl sind schwere Verbrechen und ich muss eine Aufgabe erledigen. Mann, das ist keine Desertion. Es geht ums Überleben, nicht nur für mich, sondern auch für Andy und Liam. Bitte hilf uns doch einfach. Keiner von euch verdient das. Am wenigsten Liam. Ich helfe euch. Ach, Gott sei Dank. Andy, gib Aiden die Nachricht und meine Hundemarken. Ist okay. Wenn du meinst. Ich wollte in die Schiffsbibliothek ein oder zwei Bücher suchen, um sie zu entschlüsseln. Aber alles ging so schnell den Bach runter. Hatte keine Zeit, mir das anzusehen. Vielleicht mache ich das. Ich bin neugierig, was das alles hier bedeutet. Lass dich nur nicht erwischen. Sonst musst du auch noch fliehen. Und wenn sie dich nicht erwischen, du wirst uns nie wiedersehen. Wahrscheinlich ist es ohnehin besser, wenn ihr nicht zum Colonel geht. Du weißt, dass man ihn den Schlechter nennt, oder? Wir haben keine Wahl. Was hast du jetzt vor? Erstmal hierbleiben, bis wir wissen, wie wir weiter vorgehen. Das würde ich nicht empfehlen. Wenn ich euch hier finden kann, können das andere genauso leicht. Ihr solltet weiterziehen. Du hast recht. Wir müssen den Kopf eh unten halten. Aber zumindest sind wir am Leben. Und zusammen. Viel Glück euch. Passt auf euch auf. Das sieht doch mal nach einer schönen Party aus hier. Ihr seid Clints Männer, richtig? Ja, er macht keine Späße. Du bist ein echter Bluthund, hast die Perversen tatsächlich gefunden. Warte hier, ich kümmere mich darum. Deine Arbeit hier ist erledigt. Gib uns einfach die Karte und wir bringen sie in die Kantine, wo Clint darauf wartet. Clint kriegt die Karte, aber ich bringe sie ihm selbst. Lass die Leute einfach gehen. Die haben genug durchgemacht. Das geht dich nichts mehr an. Und die da auch nicht. Also, wir machen hier alles fertig. Und du schaffst dich zur Kantine und gehst zu Clint. War uns eine Freude, mit dir zu arbeiten, Aiden. Los, bring wir's zu Ende, Jungs. Warte, ich hab dir gesagt, du sollst sie gehen lassen. Hör auf, uns im Weg zu stehen. Sonst hört dein Herz bald auf zu schlagen. Nur, das werden wir ja sehen.
Ich werde diese Leute in Sicherheit und anschließend diese Karte zu Mayer bringen, ihr Hunde. Wie du willst. Schnappt sie euch, Jungs. Überleg schnell. Schlitz ihn auf! Gesichert. Stehen bereit. Du bist zurück. Und? Und dein kleiner Clint war ja ein richtiger Charmeur. Danke. Hör zu, ich musste Bart unbedingt finden. Sag mir bitte, dass du ihn gefunden hast. Hab ich. Und? Hier sind seine Hundemarken. Er ist ein bisschen zu tot, um sie jetzt noch zu brauchen. Aber Aiden, du solltest ihn doch nicht umbringen. Selbst ich hätte das nicht zugelassen. Er hat mich angegriffen. Ich musste mich wehren. Ich verstehe. Aber die Karte. Sag, dass du zumindest die Karte hast. Hier ist sie, wie versprochen. Und ich weiß, dass es keine Karte ist. Was soll's? Gott sei verfickt nochmal gedankt. Wenn der Colonel oder irgendjemand anders die gekriegt hätte, wäre monatelange Planung im Arsch gewesen. Das haben wir abgewendet. Dank dir. Freut mich zu hören.